Diesmal darf ich zu einer ganz besonderen Wanderung im Raurisertal einladen, und zwar vom Lenzanger zur Mitteraßenalm. Und auf den Lenzanger kommt man am besten entweder mit dem Bus oder mit dem Auto über die Mautstraßen. Und da vom Lenzanger führt jetzt der erste Teil unseres Weges durch den Rauriser Urwald. Das ist ein ganz mystischer, zauberhafter, interessanter Urwald, der wirklich viele, viele schöne Facetten hat, bevor es dann aufgeht auf einen traumhaft schönen Almplatz. Der Weg vom Lenzanger durch den Urwald auf zur Durchgangsalm, das ist schon allein schon eine wunderschöne Wanderung. Es wird aber immer noch schöner, wenn man von der Durchgangsalm über die Pfützenalm und Seealm umwandert zur Mitteraßenalm. Der Weg dauert ungefähr 2 Stunden und es sind nur 200 Höhenmeter. Also eine gemütliche Wanderung, die allerdings eine gewisse Länge hat. Und da herum auf der Mitteraßen, ja, da ist ein Nest fürs Gemüt, das werde ich jetzt dann gleich zeigen. Beim Zubergehen habe ich schon gesagt, ein Nest fürs Gemüt, und das im wahrsten Sinn des Wortes, weil uns da herum nämlich zwei hübsche Sängerinnen erwarten. Die Monika und die Caroline. Und die zwei, die bewirtschaften da herum die Mitteraßen. Monika, wann habt ihr sie aufgesperrt? Wir sind jetzt den dritten Sommer herum auf der Alm, auf der Mitteraßen. Das ist quasi eigentlich eine längere Familiengeschichte schon, was da herum auf der Alm ist, weil unsere Urgroßtante war selber 60 Jahre lang herum. Also das war ein bisschen ihr Lebenswerk eigentlich auf der Mitteraßen. Und wir machen das jetzt heuer den dritten Sommer eben. Caroline, und wie schaut jetzt so ein Tag bei euch aus? Ja, das Erste, was wir machen, ist, dass wir den Holzofen anheizen, weil wir eine Alm ganz traditionell eben führen wollen und deswegen auch auf jeglichen Strom verzichten. Das Nächste, was man dann, was ganz wichtig ist, weil es am längsten dauert, ist, dass man die Suppen zustellen. Dann bereitet man den Apfelstrudel vor. Das macht alles selber? Natürlich, es wird bei uns alles selber gemacht. Alle Produkte sind aus eigener Produktion, sowohl die Säfte, die ganzen Fleischprodukte, der Strudel wird selber gezogen. Ich weiß, ihr seid ein recht musikalische Dirndl. Ganz richtig. Also wenn wir nicht auf der Alm herum sind oder selber in die Berge unterwegs sind, ist die Musik ein großes Hobby von uns und auch eine Leidenschaft mittlerweile. Und da spielen wir öfters einmal auf der Alm herum beim Musikantenstammtisch auf oder Sommer, wenn wir Zeit haben, spielen wir zwar einmal eine Weise. Aber nicht nur der Weg zur Mitteraßenalm ist interessant, auch der Abstieg zum Bodenhaus. Da geht es nämlich durchwegs durch den Wald runter zum Waldgeheimnis und weiter zum Rauriser Urquell, bis man dann runterkommt bei der Astenschmiede auf dem Talboden. Das Waldgeheimnis, das ist ein Waldsee. Und zwar deswegen ein Geheimnis, weil man nie sicher ist, dass er mit Wasser gefüllt ist oder trocken ist. Nach zwei schönen Erlebnissen ist man schließlich nach 500 Höhenmeter herunten am Bodenhaus. Und gleich in einem Bodenhaus ist der Goldwaschplatz. Und da kommt man entweder die Füße ins kalte Wasser halten oder sein Glück im Goldwaschen versuchen.